Herr Sally Schneider, ich bin gerade nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht und ich rufe so bald wie möglich zurück. Eddie, Detective Drake will dich sprechen. Hallo, Mr. Schneider, Detective Drake. Ich bin hier, um Angelina Sables persönliche Gegenstände. Neckbone. Yes? Name check. Dominic Green. G-R-E-E-N-E. Might need a little more than that. There are a lot of Dominic Greens. Do you have a social security or passport number? No. Scanning TGSE database. Anything? Scanning AGB. Glaubst du wirklich, dass ich diesen Dreck verwende, nur damit das deinen Aktionären gefällt? Laut meinen Chemikern sind die Zutaten ungefährlich. Und viele berühmte Chefköche kooperieren mit der Industrie. Überleg's dir doch nochmal. Ich muss da nicht überlegen. Siehst du? Du passt einfach nicht mehr ins Image unserer Gruppe. Darf ich vorstellen, Cyril? Er hat 2 Sterne, und zwar in London und Paris. Hallo, Alexander. Komm doch mal zu mir zum Essen. Ich mache ein Mousse aus Radieschen, à la Phosphorescence, ein Entrecote-Sprudelextrakt und glasierte Würfel vom Bresshuhn. Mhm. Genial. Was geht's? Hallo, Henny. Setz dich. Was ist los? Schweighöfer machte einen Film nur mit Fichtelhuber als Regisseur. Das ist jetzt ein Witz. Sehe ich aus, als würde ich Witze machen. Nein. Ich will, dass du dich mit Fichtelhuber triffst und ihm unser Projekt schmackhaft machst. Sag ihm, er kann machen, was er will. Wir sind offen für alles. Und er kann auch gerne dein Drehbuch überarbeiten. Was? Der Typ ist ein Vollidiot. Ladies and gentlemen, I call the session to order and grant the floor to you, Mr. President. Thank you, Mr. Secretary General. Distinguished colleagues, let me begin by expressing my thanks for the special effort that each of you... Ja, so kann man das auch sehen. Wann haben Sie Michel Bouillet das letzte Mal gesehen? Vor 4 Wochen in Nizza. Das stimmt. Ich hatte Herrn Steffens gebeten, ein paar Erkundigungen über Sie einzuziehen. Denn ich hatte den Eindruck, dass Sie mit aller Gewalt versuchen, meinem Mann etwas anzuhängen. Ist es so, dass Frau Bach mir mitgeteilt hat, dass es gewisse Probleme mit Geldern der Firma gibt, die über Offshore-Fonds abgesichert wurden. Meiner Meinung nach ist da unserer amerikanischen Abteilung eine Fehleinschätzung unterlaufen, die, glaube ich, gerade korrigiert wird. Aha. Solarisopt hat aber auch bei den Patenten Schwierigkeiten. Ich halte da gegenwärtig einen Börsengang für gar nicht verantwortbar. Sie müssen Ihre Firma nicht schlechter reden, als sie ist. Ich habe das auch noch mal gründlich checken lassen. Und wer ist der Checker? Da müsste ich noch mal um einen kleinen Augenblick Geduld bitten. Was spielt ihr hier, Kinder? Ja? Das heißt, unter diesem Vorwand ist eine militärische Intervention erfolgt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, unter Bruch des sämtlichen Völkerrechts. Also wie ich will, Herr Rodionos, ich will ja, damit der Zuschauer wirklich auch gut informiert ist, ich bestreite doch nicht also, ein Argument von Ihnen. Satz Ihres Lebens? Ja, also, wenn ich mal so sehe, jetzt, also die, manchmal, wenn ich hier in München bin, da sagt er, ja, ich kenne Sie von irgendwo. Aber ich weiß nicht, wie Sie heißen. Aber Sie haben gesagt, Leben geht weiter. Stimmt. Sehr gut. Und für die wenigen, die sich an diesen Satz nicht mehr erinnern können und wann er gefallen ist, wollen wir noch mal draufschauen. Das war 1992, nachdem Sie am letzten Spieltag mit Eintracht Frankfurt bei Hansa Rostock den Titel